Heute geht es um Sex. Der muss ausgiebig sein, der muss klar. auch lange sein. Der darf nicht nur, wie man heute so sagt, quickie sein. Doc Esser checkt, warum Sex für uns so gesund ist. Na? Ich frage jetzt nicht, ob alles geklappt hat. Wir fangen sofort an mit der Messung, oder? Das große Doc Esser Sexperiment hat ein klares Ziel. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, ist es mehr geworden? Ist es besser geworden? Und was bringt mehr Sex für uns? Da sind ganz spannende Ergebnisse herausgekommen. Doc Esser knutscht für die Wissenschaft. Und sein Expertenteam beleuchtet unsere erogenen Zonen. Die funktionieren nur als erogene Zonen, wenn man auch gerade in der Stimmung ist. Doc Esser, der Gesundheitscheck. Mit Sex schön, gesund und glücklich. Was vordergründig der Fortpflanzung dient, wird heute weitreichend vermarktet. Sex sells und ist allzeit verfügbar. Aber was hat das mit dem zu tun, was in unseren Betten passiert? Sex, Begierde, Leidenschaft. Das begegnet uns heute in allen Lebenslagen. Aber wie sieht es mit unserem Sexleben aus? Fakt ist, ein ausgewogenes Sexualleben ist gesund. Nähe, Zärtlichkeit, körperliche Liebe sind der Schlüssel für Gesundheit und Glück. Aber wie viel Sex brauche ich und meine Partnerschaft, um glücklich zu sein? Diese drei Paare stehen Rede und Antwort. Doc Esser hat aufs Paarsofa gebeten. Svenja und Daniel sind frisch verlobt und sehr aktiv. Für sie ist Sex wie Essen. Sexualität, Nähe, hat einen sehr hohen Stellenwert in der Beziehung. Nadja und Josh sind junge Eltern und oft zu müde für Sex. Es passiert zu selten. Ich bin ein Mann. Und ein Mann braucht immer mehr Sex in der Beziehung. Ich finde auch, es könnte ein bisschen mehr sein. Dagmar und Georg sind seit 45 Jahren verliebt. Altersbedingte Einschränkungen verändern ihr Sexleben. Ich kenne Dagmars erogenen Stellen heute noch und gehe da auch gerne drauf ein. Sie alle plaudern offen über ihr Intimleben und sind Testpersonen für Doc Essers Sexperimente. Da interessiert den Doc natürlich, welche Rolle Sex für die drei Paare spielt. Mal ist es dann auch so, er muss eigentlich schon zur Arbeit, aber dann steht er gerade in der Dusche und dann will man doch noch mal eben. Aber im Laufe der Jahrzehnte, kann man ja sagen, irgendwie verändert sich das auch. Natürlich, wenn man ein Kind hat, es verschieben sich die Prioritäten. Und es ist auch vielleicht gar nicht mehr, dann, es hat nicht mehr so einen hohen Stellenwert wie vielleicht vorher. In jungen Jahren spielte eine große Rolle, war es auch bei uns, dass der Sex da wichtig war. Da haben wir das dann auch schon mal viermal am Tag getrieben. Also, das ist ja was Schönes und das fange ich ja nicht an zu zählen, sondern ich bin froh, wenn ich das habe. Und welchen Einfluss hat Sex auf die Gesundheit? Man merkt, dass es was mit dem Körper macht, auf jeden Fall. Ja. Sex ist gesund. Das ist in jedem Fall. Wir haben das auch als sehr gesund empfunden. Immer schon. Ja, und das, man sagt ja, Schwitzen ist gesund. Ne? Und das tun wir beim Sex. Liebe, Nähe, Zärtlichkeit und natürlich Sex macht uns glücklich. Aber was passiert bei uns im Körper? Eigens für diese Sendung habe ich ein Doc Esser Expertenteam zusammengestellt und wir werden Ihnen beweisen, Sex ist gesund und macht schön. Im Team Dermatologin Dr. Jael Adler aus Berlin. Sie weiß, was Sex mit Haut und Hormonen macht. Sexualtherapeut Carsten Müller aus Essen kennt die partnerschaftlichen Hebel, die für gesunden Sex wichtig sind. Gemeinsam mit Doc Esser entblättern sie die Geheimnisse eines guten Sexlebens. Du bist ja Sexual- und Paartherapeut und berätst Paare, bei denen es einfach nicht mehr läuft. Was haben die denn für Probleme? Ein großer Part ist so dieses Thema Lustlosigkeit, also wirklich lange Beziehungen, wo einfach das Thema Sexualität dann irgendwann auch anfängt, noch mal einzuschlafen, weniger zu werden. Aber hier 2018, wir sind doch alle so wahnsinnig aufgeklärt. Wir haben im Netz über alles, wir können eigentlich miteinander reden und es scheitert dennoch. Ja, das Interessante ist eben, glaube ich, dass wir da in einem absoluten Spannungsfeld sind. Dass durch Pornografie, Medien und so weiter eben Bilder erzeugt werden. Sex muss so und so aussehen. Ich muss mindestens 20 unterschiedliche Stellungen machen. Kamasutra, Sexspielzeug und so weiter. Und das ist einfach so ein großer Druck, der dann eben auch bei Paaren nochmal da ist, dass es dann einfacher ist, eben Pornografie zu konsumieren oder ähnliches, Sexualität für sich selber zu leben, als dann eben in die konkrete Auseinandersetzung mit als Paar zu gehen. Was ist denn eine gesunde Paarbeziehung?
Beziehung. Da geht es dann nicht um die faktische Anzahl von dem, wie oft haben wir Geschlechtsverkehr, sondern ganz individuell zu gucken, das brauche ich, das braucht mein Partner, Partnerin und wie kann die Schnittmenge davon aussehen. Also lassen Sie sich weniger durch die Außenwelt beeinflussen. Kommunizieren Sie dafür mehr in Ihrer Partnerschaft. Dann funktioniert es auch besser im Bett. Und das ist gesund, denn diese körperliche Nähe kann unter anderem das Risiko für Herzinfarkt und Depressionen senken. Eine entscheidende Rolle spielt die Haut dabei, das Fachgebiet von Dr. Jael Adler. Zum Beispiel sind ja unsere Genitalien auch von Haut überzogen. Und die Schleimhäute, um die kümmern wir uns auch. Die sind manchmal krank, die jucken manchmal, die sind manchmal entzündet. Die erogenen Zonen, das ist auch an der Haut. Und da haben wir ganz viele Nervenfasern. Das macht uns Lust, die zu berühren und berührt zu werden. Und das sind alles Themen aus der Dermatologie. Okay, jetzt habe ich jemanden und es ist erregend, dass ich ihn berühre und er berührt mich. Und manche beschreiben das ja so als richtige Explosion im Kopf. Beim Sex werden ganz viele Hormone ausgeschüttet, zum Beispiel das Oxytocin, das nenne ich immer das Weltfriedenshormon. Das macht nicht nur die stillende Mutter entspannt, obwohl das Baby immer schreit, sondern das bindet auch Paare aneinander, es macht diplomatiefähig, es macht irgendwie gelöst. Und es fehlt vielen Menschen, wenn sie sich nicht berühren. Es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Hormone. Und wenn wir lieben, dann wird die Haut schön und gesund. Und natürlich gebe ich als Hautärztin Ratschläge, was man Gutes tun für die Haut. Und dann ist halt Sex ein ganz wichtiger Hinweis. Wie sich die Haut nach dem Sex verändert und was es mit den erogenen Zonen auf sich hat, zeigt Dr. Adler unserem jungen Pärchen später. Nadja und Josh aus Frankfurt wollen ihr Sexleben auffrischen und stellen sich einem Langzeitversuch. Und auch der Doc muss ran. Ich habe drei tolle Experimente vorbereitet. Ich zeige nämlich, dass Sex glücklich macht, anhand der Veränderung der Neurotransmitter, wie zum Beispiel dem Glückshormon Serotonin. Dafür werden Daniel und Svenja Sex haben und vorher und nachher bestimme ich die Konzentration der Neurotransmitter. Im Gegenzug dessen setze ich mich mal auf Liebesentzug und schaue mal, wie sich dadurch meine Botenstoffe verändern. Ich zeige, dass Sex verjüngt und entspannt. Dafür werden Josh und Nadja 4 Wochen lang an ihrer Beziehung arbeiten und mehr Sex haben. Anschließend schaue ich mal, wie sich das auf ihr Stresshormon Cortisol ausgewirkt hat und ob das Verjüngungshormon DHEA angestiegen ist. Nadja und Josh sind seit 10 Jahren glücklich zusammen. Heute feiern sie ihren 8. Hochzeitstag in einem Hotel in Sprockhövel. Seit sie Eltern sind, ist der Alltag anstrengender. Körperliche Nähe kommt zu kurz. Doc Esser weiß, dass das vielen Paaren so geht und hat sich schlau gemacht, was zu tun ist. Mit dem Expertenwissen im Rücken und einem Liebesschlachtplan für die nächsten 4 Wochen mache ich mich nun auf zu Nadja und Josh. Wir werden über ihre Beziehung sprechen, über Liebesflauten im Bett und natürlich über das große Doc Esser Sexperiment. Mit therapeutischer Unterstützung soll sich die nächsten 4 Wochen das Sexleben von Nadja und Josh auf natürliche Weise steigern. Was das Mehr an Sex langfristig körperlich und mental ausmacht, wird vor und nach dem Experiment gemessen. Wie hat sich denn euer Sexleben von der Häufigkeit zum Beispiel verändert? Ja gut, seitdem das Kind da ist, hat sich das schon verändert. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Und ja, von daher haben wir gedacht, ein bisschen mehr wäre auf jeden Fall besser, schöner. Mhm. Und einfach, dass es bewusster einfach wird, ne? Dass es nicht so im Alltagsstress versinkt, dass man einfach vielleicht wieder bewusster sich näher kommt. Wie sieht es bei dir denn aus? Ist es dir auch zu wenig? Ja, ich bin halt ein Mann und Männer wollen immer mehr. Okay. Ja, von daher bin ich schlechter. Stresst es dich, dass er mehr möchte? Manchmal ja, aber er stresst mich nicht. Also den Stress mache ich mir. Weil du denkst, eigentlich müsstest du jetzt den fraulichen Pflichten nachkommen. Ja. Weil er es ja auch verdient hat. Er ist ja der Beste, den ich kriegen konnte. Ach, guck mal, das ist ja voll süß. Aber dann kann man doch schon mal eins festhalten. Nach 10 Jahren, die Liebe ist ja definitiv da. Ja, die ist sogar noch größer als am Anfang. Ja. Auf jeden Fall. Hör mal, da kommen mir ja schon fast die Tränen. Das ist doch wunderschön. Und das an eurem Hochzeitstag. Ja. Tja. Gut, also wenn ich mal eure Ziele zusammenfassen darf, damit wir auch nichts verkehrt machen. Du würdest gerne vielleicht noch einen Ticken öfters und vielleicht schneller die körperliche Nähe deiner Frau spüren. Und ich glaube, du möchtest noch mehr Achtsamkeit der gemeinsamen Zeit, das Zelebrieren, viel Nähe und Zärtlichkeit. Genau, ja. Da gehen wir ran. Das mache ich mit dem Carsten Müller zusammen. Und ich würde mal sagen, wir legen jetzt mal los. Wunderbar, machen wir. Folgt mir. Super. Um die körperliche Veränderung belegen zu können, wird das Tagesprofil von Cortisol und DHEA im Speichel vor und nach dem Experiment gemessen. Cortisol ist ein Stresshormon. Wenn es mal erhöht ist, spielt es keine große Rolle. Bei chronischer Erhöhung können sich aber Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Depressionen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausbilden. DHEA wird auch als Jungbrunnenhormon bezeichnet.
Je höher es ist, desto stärker ist mein Immunsystem und man vermutet sogar, dass dadurch das Risiko für eine Krebserkrankung gemindert werden kann. Josh und Nadja müssen nun Speichel abgeben, damit wir beide Stoffe nachweisen können. So, das sind meine Aufgaben an euch. So, und jetzt habe ich hier den Carsten Müller und der hat euch eine Videobotschaft geschickt, wo er seine Aufgabe formuliert. Wollen wir uns das mal angucken? Ja, klar, natürlich. Hallo, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Super Start in ein 4-Wochen-Experiment hier bei Doc Esser. Für mich ein total wichtiges Stichwort ist das Stichwort sinnvolle gemeinsame Paarzeit. Was ist das? Sinnvolle gemeinsame Paarzeit ist die Zeit, wo man einfach bewusst sich auch nochmal Zeit füreinander nochmal nimmt. Und da fände ich super, wenn ihr jetzt auf der Rückfahrt euch mal überlegt, wie kann das aussehen, wer ist dafür verantwortlich. Und was mir auch nochmal wichtig ist, Sex spielt inhaltlich keine Rolle bei der sinnvollen gemeinsamen Paarzeit. Alles Gute, bis später. Letztlich soll das natürlich mehr Spaß und Nähe im Bett bringen. Doch erstmal geht es während der Paarzeitabende um echte Zweisamkeit. Außerdem werden Nadja und Josh in den nächsten 4 Wochen per Videobotschaft eine Aufgabe pro Woche von Sexualtherapeut Carsten Müller erhalten und die auch im Nachhinein besprechen. So wird gemeinsam an der Optimierung ihrer Partnerschaft gearbeitet. Partnerschaft ist das Größte, was man haben kann. Ja. Und ich bedauere jeden Menschen, der ohne einen Partner durchs Leben gehen muss. Ich glaube, es ist auch absolut nicht gesund, wenn man irgendwie auf Nähe oder Körperlichkeit verzichtet. Hat Liebesentzug tatsächlich gesundheitliche Auswirkungen? Berührungen, Zärtlichkeit, Liebe scheinen zu den Grundbedürfnissen unseres menschlichen Daseins zu gehören. Und wenn es doch so gesund ist, Liebe jeglicher Art zu genießen, da muss man doch auch messen können, wenn eine Art Entzug stattfindet. Um es genau zu wissen, startet er den Selbstversuch. Doc Esser auf Liebesentzug. Eine Woche lang wird er auf jegliche Nähe zu seiner Familie verzichten, mit der er sonst jede freie Minute genießt. Also für 7 Tage bin ich jetzt unterwegs und danach wird man anhand meiner Hormone sehen, ob ich mich verändert habe. Dafür vergleicht er seine Neurotransmitter vor und nach dem Exil und führt ein Videotagebuch. Und das Ganze machen wir so, dass ich in einem Hotel ausgesourcet bin für einige Tage. Und ich bin eben auch ja, sehr körperlich und will auch meiner Familie nahe sein. Und dann saß ich heute Morgen jetzt hier dann auch in der Hotellobby und habe Kaffee getrunken. Und es ist ein wunderschöner Tag heute Morgen. Da kamen eben auch viele Familien zum Frühstücken hin. Ich versuche mich jetzt einfach mal ein bisschen abzulenken. Gar nicht so einfach. Denn heutzutage kann man Bildern von Sexualität, Liebe und Partnerschaft im Alltag nur schwer entgehen. Die verschiedenen Spielarten der Lust sind allgegenwärtig und nahezu überall verfügbar. Selbst im Drogeriemarkt kann es Ihnen passieren, dass Sie statt dem Deo ein Dildo in der Hand haben. Und die Auswahl ist riesig. Aber was taugen die Dildos und die Gleitcremes aus dem Drogeriemarkt? Und auf welche Inhaltsstoffe sollten Sie achten? Früher nur in Erotikshops gibt es Sextoys heute auch im Drogeriemarkt. Doc Esser wählt verschiedene Produkte für einen Sextoy-Test aus. Einen Vibrator, einen Penisring und 3 verschiedene Gleitgele. Braucht man so etwas? Es ist eine nette Abwechslung. Ja. Aber man braucht es nicht. Nö. Ich finde es wichtig, dass es auch so offen getragen wird, dass das überall erhältlich ist, um einfach auch noch mal zu zeigen, dass es was ganz Natürliches ist. Heute greift sich die Frau des Slip-Einlagen, die greift sich die Binde, die Kondome, die Gleitcreme, alles und heute in einer Packung. Das ist toll. Stefan Kümmel von Ökotest wird uns helfen, die Inhaltsstoffe der Produkte zu beurteilen. Die Praxistauglichkeit übernimmt YouTuberin Lisa aus München. Sie probiert in ihrer Freizeit regelmäßig Sexspielzeug aus. Nach welchen Kriterien werden Ihnen bewertet bei dir? Also wenn ich ehrlich bin, werden sie primär danach bewertet, ob sie mich zum Ziel bringen. Danach natürlich, wie teuer sie waren, wie leicht man sie putzen kann zum Beispiel. Bevor Lisa loslegt, startet der Fachmann Stefan Kümmel von Ökotest im Solinger Loft. Worauf ist beim Kauf von solchen Hilfsmitteln zu achten? Also als allererstes würde ich mir die Inhaltsliste angucken. Weil ich schmiere es mir ja letztendlich an empfindliche Körperregionen. Und dort können die ja auch einfach dann Allergien auslösen oder Ähnliches. Eben,
Da kommen wir zum Beispiel dann zu Produkten, die ganz besondere Wirkversprechen haben. Wirkversprechen, ne? Haben. Es gibt welche, die sind mit Aroma versetzt. Das kennt man ja vielleicht, dieses klassische Erdbeergleitgel. Also das finde ich natürlich hier super spannend. Das soll höchstgradig intensive Orgasmen versprechen. Wenn man hinten aber auf die Wirkstoffinhalte dann geht, dann steht da erstmal. Genau. Wir stellen dann fest, dass da also ein PEG-Derivat drin oder ein PEG-40. Das ist ein Stoff, der die Haut durchlässiger machen soll. Vielleicht für die Wirkstoffe, die drin sind. Schließlich verspricht das Gel, die weibliche Befriedigung zu intensivieren. Aber die Haut wird durchlässiger für Fremdstoffe. Und das ist dann eine Sache, die können wir auch so nicht akzeptieren. Denn die Haut ist dadurch auch durchlässiger für unerwünschte Eindringlinge. Die können dann in die Blutbahn und so in den gesamten Körper gelangen. Doch es gibt auch positive Produkte. 3/4 der getesteten Gleitgele bekamen die Note sehr gut oder gut. Insbesondere parfümfreie Gleitgele auf Wasserbasis überzeugten. Bei anderen, die Wirkversprechen haben, Gerüche haben oder sowas, da kann man normalerweise davon ausgehen, da sind Inhaltsstoffe drin, für die ich meine Hand nicht ins Feuer legen würde. Und wenn Sie zu den Menschen gehören, die Spaß dran haben an Sextoys aus Latex oder Gummi, lassen Sie sich unbedingt beraten, weil in einigen sind nach wie vor Weichmacher und die sind krebserregend und haben eine hormonelle Wirkung. In Kinderspielzeug sind die übrigens seit Jahren verboten. Wie sieht das in der Praxis aus? Sextoys-YouTuberin Lisa hat alle Produkte ausprobiert. Okay, dann leg mal los, bitte. Also der Penisring kriegt von mir eine glatte 6. Oh. Dem Kerl hat es ordentlich wehgetan, weil er schnürt die halt total das Blut ab. Und für die Frau, also für mich in dem Fall, ist es auch nicht so geil. Hast halt keinen Hautkontakt dann am Ende. Und ich persönlich brauche das schon. Ich würde es nicht empfehlen. Meiner Meinung nach ist es rausgeschmissenes Geld. Der Penisring für 13,90 Euro hat Lisa nicht überzeugt. Weiter geht's mit Gleitgel. Zu beiden Produkten kann ich sagen, sehr positiv. Also es hat mir überhaupt nichts wehgetan. Das ist halt mega cool, weil halt ein Massagegel mit drin ist. Was ich immer ein Massagegel mag, ist, dass es irgendwie fesch riecht nach Lavendel oder sowas. Das ist halt hier nicht der Fall. Auch ohne Duftstoffe punkten das Gleitgel für 9,99 Euro und das Bio-Produkt für 15,90 Euro. Bei dem zum Beispiel steht überhaupt nichts da, was drin ist. Und es ist kein Gleitgel, sondern es ist ein Intensifiergel sozusagen. Und angeblich bräuchte man nur 2 Tropfen. Ich würde mal sagen, das ist relativ. Also ich habe bei 5 Tropfen immer noch nichts gespürt. Also so viel dazu. Ich persönlich würde das jetzt nicht empfehlen. Wie gesagt, weil ich nicht viel gespürt habe. Für Leute, die aber viel empfindlicher sind, ist es vielleicht gut. Kein eindeutiges Fazit für das Intense Orgasmic Gel für 14,90 Euro. Und dann kommen wir zum besten Teil und das wäre der Dildo. Es war tatsächlich ziemlich gut. Man kann unterschiedliche Stufen eingeben, da passieren dann unterschiedliche Dinge. Und man kann es halt ganz normal waschen. Also du kannst halt unter Leitungswasser, unter den Wasserhahn halten und dann ist es wieder sauber. Der Vibrator für 44,90 Euro ist Lisas Lieblingstoy. Also so wie ich dich verstanden habe, nicht alle Produkte waren optimal, aber einige können was. Definitiv, ja. Aber ich meine, letzten Endes ist halt alles relativ. Jeder Körper ist anders, jeder mag andere Sachen. Teure Produkte sind nicht zwangsläufig bessere Produkte. Genau, und einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Vielen lieben Dank, viel Spaß beim weiteren Testen. Haha, werde ich haben. Sexualtherapeut Carsten Müller möchte Nadja und Josch zu mehr körperlicher Nähe verhelfen. Wie sich das 4-Wochen-Sexperiment anfühlt, dokumentiert Nadja per Videotagebuch. Die Aufgabenstellung für die Woche 1 für uns ist, dass ich ein Dateabend organisiert, ein Paarzeitabend. Und ich habe da auch schon was ich gerne machen würde und freue mich darauf. Mein Paarabend ist fertig. Und zwar habe ich mir überlegt, gibt es heute einen Spieleabend und dann wird Schach gespielt und noch ein bisschen mehr vielleicht. Freust du dich? Ja. Ja? Gute Überraschung? Ja. Yay! Stößchen auf uns. Los. What? Mhm. Ich glaube, das könnten wir echt mal öfters machen, so regelmäßig. Ja. Dass wir wirklich alles aus haben, Fernseher aus, Handys aus und wirklich mal nur sich auf ein Spiel konzentrieren. Fand ich sehr schön. Medienfrei. Freue mich, dass es dir gefallen hat. Und wie geht es Doc Esser?
without you. Ich bin jetzt Tag 5 ohne meine Familie. So, und hier sind sie, glaube ich, auch im Zoo und ich wäre extrem gerne mit dabei. Also, puh, ich vermisse sie schon ziemlich. So, jetzt habe ich gedacht, ich hätte eine spitzen Idee und gehe bei dem Wetter hier schwimmen und bin vor dem Schwimmbad meiner Wahl, dem Agrippabad in Köln. Und ja, meine Stimmung wird nicht besser. Ja, das ist einfach kein gutes Gefühl. So kann man zusammenfassen. Um Wohlbefinden geht es auch bei Svenja und Daniel. Speziell nach dem Sex. Die beiden dürfen sich gleich körperlich lieben, denn wir wollen wissen, direkt nach dem Sex, was ist da los im Körper? Da passieren so viele Prozesse im Körper. Stress wird abgebaut, Glücksgefühle entstehen. Und verbrennen ganz viele Kalorien. Ja. Wir hätten das als ungesund empfunden, wenn wir den nicht gehabt hätten. Gemeinsam mit Hautexpertin Dr. Jael Adler ist Doc Esser auf dem Weg zu Svenja und Daniel. Die beiden sind seit 2,5 Jahren ein Paar und haben heute Sex für die Wissenschaft. Ihr Lieben, heute geht es um Sex tatsächlich. Und ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr mitmacht. Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, wenn ich fragen darf? Seid ihr so ein offenes Pärchen? Ja, ich würde schon sagen, dass wir da offen drüber reden können. Das gehört halt zum Alltag. Wir essen wie alles andere auch. Dass Sex gesund ist, wusstet ihr das? Ja, weil es einfach auch Stress abbaut, ne? Und weil man das auch, ja, man braucht die Körperlichkeit. Also ich brauche die Körperlichkeit. Also ich würde da auch zustimmen. Erstmal zum Stressabbau, weil es aber auch einfach Spaß macht. So, danke. Das war doch mal die ehrliche Antwort hier zum. Ja, es macht einfach Spaß. Es ist gesund. Das hält die Liebe aber auch am Laufen. Ja, das schon. Ja. Und man braucht es. Also das, ja. Das ist wirklich. Ich merke, wenn es dann länger Menschen nicht brauchen und so. Berührung. Ja. Ja, dann werde ich ja frustriert, ne? Dann fange ich an zu zicken. Darf ich euch mal fragen, habt ihr Sex ohne Kondom? Ja. Weil du gerade gesagt hast, deine Stimmung wird schlecht, wenn du keinen Sex hast. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Man weiß, wenn man als Frau Sperma in die Vagina bekommt, dann gehen antidepressive Stoffe in den Körper über. Das macht die Frau euphorisch und glücklich. Die Natur hat das so eingerichtet, damit man sich oft paart, weil man soll ja Nachkommen zeugen. Und tatsächlich, wenn dann der letzte Verkehr lange her ist, dann sinkt die Stimmung und man wird zickig. Da, Sisse, müssen wir uns das verschreiben lassen. Ohne ist allerdings nur in einer längeren Partnerschaft zu empfehlen. Nach ärztlich bestätigter Gesundheit. Ansonsten geht Schutz natürlich vor. Also um es kurz zu machen, wir laden euch heute ein, gleich Sex zu praktizieren. Und wir werden im Vorfeld einmal untersuchen. Ihr müsst beide eine Urinprobe abgeben. Da werden viele Hormone drin bestimmt werden, viele Parameter, die eben ausgeschüttet werden. Und danach. Ja, werden wir nochmal euch belästigen und nochmal die gleichen Dinge untersuchen und dann hoffen, dass sich da was verändert hat, und zwar zum Positiven. Bevor es zur Sache geht, fallen die Hüllen, denn die Haut ist unser größtes Organ. Wir beleuchten, welche wichtige Rolle sie beim Sex spielt. Im Schwarzlicht und mit fluoreszierender Farbe erläutert Dr. Jael Adler das Geheimnis ihres Fachgebietes. Die Haut ist ja das Organ, was zum Fühlen geschaffen ist. Es gibt aber ein paar Regionen, die besonders intensiv fühlen, und das sind die erogenen Zonen. Die haben eine besonders hohe Nervendichte und sind Svenja und Daniel bestens bekannt. Wichtig an den erogenen Zonen ist, die funktionieren nur als erogene Zonen, wenn man auch gerade in der Stimmung ist. Und die Psyche spielt also auch eine große Rolle. Das Berühren der Haut rund um Ohren und Brustwarzen steigert das Lustempfinden. Zudem im Intimbereich, an den Innenseiten der Oberschenkel und am Po. Männer und Frauen unterscheiden sich kaum, und das gilt für alle Nationalitäten. Der Fetisch Fuß rangiert nicht unter den Top 10. Der Begriff Fingerspitzengefühl hingegen kommt nicht von ungefähr. Wir haben 2500 Rezeptoren pro Quadratzentimeter auf unserer Fingerspitze. Extra dafür, dass wir nicht nur fühlen und berührt werden, sondern auch, dass wir selber erfahren und entdecken. Und das ist natürlich auch das Aufregende am Sex noch obendrein. Die Haut ist auch unsere Kontaktfläche zur Außenwelt. Um den zahlreichen Einflüssen standzuhalten, muss sie geschmeidig sein. Dafür sorgt die Hautfeuchtigkeit, denn die wirkt wie ein Weichmacher. Wir messen sie vor dem Akt zusammen mit Blutdruck und Puls. Wie werden sich diese Werte nach dem Sex verändern? Svenja ist 29, Hautfeuchtigkeit 40%, Blutdruck 95/60 und ein Puls von 66. Daniel ist 33, Hautfeuchtigkeit 56%, Blutdruck 127/90 und ein Puls von 60. So, eine kleine Aufgabe noch.
bitte einmal die Urinproben abgeben. Ja. Dann loslegen und direkt danach bitte wieder Urinproben. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir auch richtig bestimmen können. Okay, alles klar. Gut. Viel Spaß und viel Erfolg. Ja, danke. Wir gehen dann mal, ne? Tschüss. Minuten reichen, um nun nachmessen zu können. Na? Ich frage jetzt nicht, ob alles geklappt hat. Wir fangen sofort an mit der Messung, ja. Oder? Sieht zumindest gut aus. Ja. Schwitzig. Rote Wangen. Die erhöhte Durchblutung ist deutlich. Was sagt also die Hautfeuchtigkeit? 86. Ja, das ist ein großer Anstieg an Feuchtigkeit. Das hat die Haut gut aufgenommen und hoffentlich speichert sie es lang. Und was sagt Daniels Puls? Er ist schneller, deutlich schneller. Du hast körperlich gerade gearbeitet. Das ist locker 85 bis 90. Also wir kommen ja von einer Frequenz von knapp um die 60. Bleibt noch der Blutdruck. Ja, auch beim Blutdruck hat sich was getan. Jetzt bist du bei knapp 140 systolisch. Zu 90 natürlich noch alles kerngesund. Aber ja, es hat dich in Wallungen gebracht. Ihr seid zufrieden und glücklich? Ja. Dann bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was sich jetzt noch an Neurotransmitterveränderungen ergibt. Ja. Die Laborwerte stehen jetzt noch aus. Das braucht immer ein paar Tage. Mhm. Vorher und nachher mal gucken, ob es eine Änderung gab. Okay. Die ist jetzt schon sichtbar. Svenjas Hautfeuchtigkeit hat sich mehr als verdoppelt. Der Blutdruck ist deutlich erhöht. Nur der Puls ist vor und nach dem Sex gleich. Auch Daniels Haut hat ihren Feuchtigkeitsgehalt nahezu verdoppelt. Der Blutdruck und Puls sind deutlich höher als vor dem Sex. Ich werde neidisch, muss man einfach sagen, wenn man sie so sieht. Ne? Das ist schon schön. Wunderbar. Vielen Dank fürs Mitmachen. Absolut, größten Respekt. Die Tests haben bewiesen, Sex fördert das Herz-Kreislauf-System und pflegt die Haut. Und was sagen die Neurotransmitter? Die Laborergebnisse sind jetzt da und tatsächlich. Serotonin, Adrenalin und Noradrenalin sind angestiegen. Und deswegen sind Daniel und Svenja glücklicher, aufmerksamer, denkfähiger und leistungsfähiger. Dopamin ist als einziges abgefallen. Logisch, als Belohnungshormon wird es zum Orgasmus ausgeschüttet. Es ist also, wie ich gesagt habe, Sex ist ein echter Glückscocktail. Das möchten auch Nadja und Josh öfter erleben. 4 Wochen lang arbeiten sie mit Paartherapeut Carsten Müller an ihrer gemeinsamen Paarzeit. Hello! Woche 2 ist angelaufen. In der zweiten Aufgabe geht es um eine Intensivierung der Kommunikation in Bezug auf Körper und Sexualität. Dafür hat Carsten dem Paar ein besonderes Spiel geschickt. Von einem Stapel wird eine Karte mit einer partnerschaftlichen Aussage umgedreht. Jeder entscheidet sich nun für eine Antwortkarte von 1 bis 4. Die 1 für volle Zustimmung, die 4, wenn die Aussage für einen selbst gar nicht zutrifft. Die ausgewählte Karte bleibt verdeckt, denn zuerst gilt es, den anderen einzuschätzen. Ich freue mich, wenn der andere den ersten Schritt macht. Na, welche Nummer werde ich da wohl ziehen? Interessant ist jetzt natürlich für mich, welche Nummer du ziehst. Du hast auf jeden Fall eine 1. Wir wissen ja schon, was ich habe. Ja. Ich freue mich, wenn der andere den ersten Schritt macht. Hast du eine 2? Cool. Es hat sich irgendwie eine super Konversation daraus entwickelt. Macht nicht nur Spaß, sondern das Spiel macht auch Lust aufeinander. Nach Zweisamkeit sehnt sich auch Doc Esser. Der ständige Anblick von Paaren und Familien macht es für ihn nicht einfacher. Ja, also mir fehlen die Kinder jetzt doch sehr nach den 4-5 Tagen Abwesenheit und meine Frau noch mehr. Und ich merke einfach, mit Körper und Geist passiert irgendwas. Zum Glück ist endlich Endspurt. So, ihr Lieben, das Experiment nähert sich langsam dem Ende und gleich würde ich mich meinen Lieben wieder in die Arme werfen. Aber vorher noch eine Urinprobe, weil ich möchte ja schließlich wissen, was hat dieser Liebesentzug tatsächlich mit meinem Körper angerichtet? Subjektiv war es relativ anstrengend, obwohl der Zeitraum ja wirklich kurz war. Aber nun möchte ich wissen, wie verändert sich meine Gesundheit dadurch? Was für Auswirkungen hat Liebesentzug auf den Körper? Und kann ein so kurzer Zeitraum bereits einen Einfluss nehmen auf Serotonin und Co.? Also da bin ich wirklich gespannt. Wenige Tage später liegen die Laborergebnisse vor. Wie haben sich die Neurotransmitter von Doc Esser ohne Nähe zu seiner Familie verändert? Das Gefühl der Traurigkeit ist übrigens kein Trugschluss gewesen, sondern lässt sich nachweisen anhand des Glücksduos Serotonin und Dopamin. Serotonin ist in der Konzentration gefallen von 184 auf 91. Und auch interessant,
Noradrenalin, wichtig für die Bereitstellung von Energie, hat sich von der Konzentration her nahezu halbiert. Also, man sieht, das Fehlen von menschlicher Nähe wirkt sich ausgesprochen schlecht auf Körper und Geist aus. Jetzt ist endlich wieder Zeit für Nähe. Und wir wollen wissen, was passiert im Körper, wenn wir küssen? Ja, Küssen ist intim auf jeden Fall, sehr intim. Es kribbelt, wenn man dann mehr will. Man wird nicht nur durch den Sexualakt eins, genau, sondern man wird auch durch den Kuss eins. Wenn man zusammen ist mit einer Person, der nicht küssen kann, ist es auch schlecht. Also das, da glaube ich, gehen Beziehungen zugrunde. Am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin weiß man, Küssen beeinflusst unsere Gehirnwellen. Gemeinsam mit Ehefrau Olivia wird Doc Esser das heute am eigenen Leib erfahren. Darüber streiten sich die Wissenschaftler seit Jahrzehnten. Was treibt uns als Menschen eigentlich dazu, im Laufe eines Lebens ca. 100.000 Mal die Lippen eines anderen zu liebkosen? Fakt ist, auch hier spielt die Haut als Sexualorgan eine wichtige Rolle. Nirgendwo ist sie dünner und mit mehr Nervenfasern durchsetzt. Und die leiten dann die Informationen wieder ans Hirn. Was man an den Gehirnströmen ablesen kann, weiß Dr. Viktor Müller. Er ist Psychologe und hat eine Studie zum Thema Küssen durchgeführt. Denn der Kuss hat einen tiefen Sinn. Die Menschen küssen sich, da sie ein Verlangen nacheinander haben. Sie wollen einander besser kennenlernen und auch prüfen oder sehen, wie gut sie miteinander harmonisieren. Wie sieht es bei Doc Esser und seiner Frau Olivia aus? Beide werden erst einmal in Schale geschmissen. Schick ist anders, aber das ist eben Wissenschaft. Die 64 Elektroden auf dem Kopf messen die Hirnströme. Ein Gel leitet sie über die Kabel ins EEG-Gerät und zeichnet sie auf dem Computer auf. Je synchroner die Wellen, desto stärker die zwischenmenschliche Bindung, so die Studie. Auch die Bewegung der Augen, die Muskelaktivität der Lippen und der Herzrhythmus werden gemessen beim Kiss. Über 300 Wellen aus unterschiedlichen Bereichen des Gehirns werden aufgezeichnet. Gleichen sich die Gehirnwellen von Mann und Frau an, kommunizieren die Gehirnregionen miteinander. Sie bilden ein gemeinsames Netzwerk. Je stärker das Netzwerk, desto angenehmer wird der Kuss empfunden. Zum Vergleich wird in drei Varianten geküsst. Erstens der romantische Kuss mit voller Konzentration aufeinander. Hier verlaufen die Gehirnwellen nahezu identisch. Zweitens der Kuss, während eine Rechenaufgabe gelöst wird. Gedanklich abgelenkt gleichen sich die Wellen weniger an. Und drittens das Küssen der eigenen Hand, ganz ohne einander zu berühren. Da verlaufen die Gehirnwellen völlig unterschiedlich. Kein Zweifel, beim romantischen Kuss laufen die Gehirnwellen am gleichförmigsten. Und bei diesem Paar haben sich offenbar die richtigen gefunden. Dann ist das ja so, nicht nur zwei Herzen schlagen in einem Takt, sondern zwei Gehirne haben die gleiche Wellenlänge. Ja, das könnte man so betrachten, ja. Das Kussexperiment hat gezeigt, die Partnerwahl ist eine Kopf- und Herzensangelegenheit. Je mehr sich die Gehirnwellen und Herzfrequenzen angleichen, desto besser passen wir zueinander. Das Sexperiment von Nadja und Josh geht derweil in Woche Nummer 3. Auch diesmal hat Sexualtherapeut Carsten Müller eine Herausforderung für die beiden parat. Und nun steht die letzte Aufgabe an. Überlegen Sie unabhängig voneinander Ihr ideales sexuelles Szenario mit dem Partner oder der Partnerin. Welcher Ablauf und welche Interaktion würden Sie dabei am liebsten in die Tat umsetzen? Nehmen Sie sich bitte Zeit und nehmen Sie sich dann ein Blatt und schreiben Sie diese Situation eben auch möglichst konkret auf. Ja, das wird auch ganz lustig, finde ich. Und ja, bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Okay. Und dann gibt es ja noch diese Frage. Muss es immer klappen? Mir ist der Höhepunkt schon wichtig. Also ja, also wenn es dann halt nicht klappt oder so, dann... Dann haben wir Frust. Ich weiß, komme ich heute nicht, komme ich morgen.
Aber ist nicht der Fall. Mit den Händen und Küssen und die verschiedensten Partien abküssen. Aber ansonsten, das ist es. Höhepunkte sind das für uns. Das sind die Höhepunkte, die wir in unserem Alter mit diesen Erkrankungen noch haben können. Wie verändert sich Sexualität im Laufe des Lebens? Oder hört sie womöglich irgendwann auf? Sexualität spielt für die meisten Paare eine große Rolle. Im Alter sind wir jedoch anfälliger für körperliche Schwächen, sei es durch den natürlichen Alterungsprozess oder durch Erkrankungen. Intimität kann dadurch ganz schön eingeschränkt sein und die Sexualität eine völlig andere Bedeutung bekommen. In der Praxis von Sexualtherapeut Carsten Müller erhofft sich Doc Esser die Antwort auf eine Frage, die sich vermutlich fast jeder stellt. Wie viel Sex braucht eine gesunde Beziehung? Ja, kann ich dir nicht sagen. Weil das verändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Vielleicht ist es so, in Pubertät und im jungen Alter wird man da noch mal eine andere, wenn es um die faktische Zahl geht, für sich brauchen, als dann vielleicht eben im älter werden. Das könnten normale Alterungsprozesse sein, Wechseljahre bei den Frauen, Wechseljahre bei den Männern. Absolut. Es können richtig schlimme Erkrankungen sein, Prostatakrebs oder Ähnliches, was ja natürlich dann auch irgendwo dazu führt, dass es zu einer erektilen Dysfunktion, also ich kriegt keinen mehr hoch, ganz prüde ist es nicht, sondern ganz direkt gesagt. Wie hilfst du denn solchen Paaren? Gesundheit kann ich erstmal nicht so viel daran ändern. So, und dann geht es darum, wie kann ich mich mit dem, was wir da jetzt haben, die neue Situation, wieder engagieren. Es geht um das Gefühl von, bin ich glücklich? Und da gehört Sexualität in all seinen Facetten dazu. Und da geht es nicht nur immer um Orgasmus und Penetration, sondern Sexualität ist deutlich mehr. So ist es auch bei Dagmar und Georg. 45 Jahre sind sie bereits verheiratet. Wie hat sich ihre Beziehung im Laufe der Zeit verändert? Und welche Rolle spielt Sex heute noch? So, schön, dass ihr da seid. Ja, freuen uns. Willkommen. Wisst ihr, worüber wir gerade gesprochen haben? Nein. Wie ist es denn eigentlich im Alltag? Wenn Dagmar heute noch aus der Dusche kommt und ich sehe ihren Körper, dann liebe ich den genauso wie vor 45 Jahren. Ich kann mir vorne dann schön alles ansehen. Ich habe viel mehr zu gucken. Ich habe dann auch die Brust im Griff und den Po. Und dann bereitet es mir Spaß, wenn ich mich dann ausgekleidet habe, um in die Dusche zu gehen. Ja. Bei Dagmar dann auch nackend eng an ihr vorbeizugehen. Das liebe ich. Das liebe ich genauso. Wenn man das überlegt, ich hätte das wirklich, als ich so 20 war, hätte ich das nie gedacht, dass man das im Alter dann auch noch gerne macht. Ich darf das, glaube ich, sagen. Ja, natürlich. Hat es ein Prostatakarzinom, ein Prostatakrebs. So ist es, ja. Was ist danach mit deinem Körper passiert? Ja, mit meinem Körper ist Folgendes passiert. Ich wurde dann mehr oder weniger, also eher mehr impotent. Und Dagmar hat zu mir gesagt, Georg, mach dir überhaupt keinen Kopf. Wir haben so lange guten Sex gehabt. Wir hatten das. Und jetzt ist eben die Phase, wo es dann ruhiger läuft, wo es anders geht. Und damit werden wir fertig. Da können Sie so unglaublich stolz drauf sein, dass Sie das wirklich ohne fremde Hilfe hinbekommen zu haben, zu sagen, okay, wir haben eine Veränderung, aber wir als Paar leben diese Veränderung und definieren unseren Part von Sexualität eben nochmal neu, weil dann Orgasmus eben vielleicht nicht mehr so im Vordergrund steht oder Ähnliches. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, Sex ist für uns beide eigentlich immer ein wichtiger Nebenaspekt der Liebe gewesen. Ja. Es sind jetzt 15 Jahre nach der ersten Diagnose vergangen. Ja. Ihr habt dem Krebs wirklich den Finger gezeigt, anders kann man es nicht sagen. Wie sieht denn jetzt heute eure Zweisamkeit aus? Dass wir uns küssen, dass wir uns streicheln, dass wir uns lieben. Ich greife Dagmar an den Hintern, ich greife an die Brust. Ja, das kann man ruhig sagen. Ich gehe Dagmar auch an den... Nein, das ist bewundernswert. Ich gehe auch Dagmar an den Schritt oder umgekehrt Dagmar mir. Aber das ist doch das... Ja, aber Dagmar, das ist das Normale. Ist so normal, das ist das Normale. Und trotzdem gibt es so viele junge Leute, die sich das nicht trauen würden zu sagen. Und das ist ja absolut. Größter Respekt. Und das ist eben wirklich dann der Part, den wir ja auch vorhin schon mal besprochen haben. Sie haben letztendlich in ihrem ganzen Leben, ne, mit den ganzen Einflüssen, die auf sie dann nochmal eingewirkt sind,
haben Sie immer unter neu verhandelt und neu geguckt, so, was machen wir jetzt daraus? Wie gehen wir jetzt weiter damit um? Und dadurch einfach eine Zufriedenheit ja eben aus der Ruhe geht. Und das strahlen Sie ja auch unglaublich aus. Körperliche Liebe im Alter braucht schon mal ein Hilfsmittel. Georg kann nach seiner Krebserkrankung kein Testosteron mehr produzieren. Ihm hilft ein medizinisches Gel, das er auf die Haut aufträgt und damit seine Libido erhält. Andere greifen zu Viagra, das dieses Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Was denken unsere jungen Paare? Ja, ich brauche kein Potenzmittel, wie auch immer, keine Pille, nix. Und noch nicht? Wenn sich das irgendwann ändert, wäre ich froh, wenn es das gäbe. Ja. Ja. Ich auch. Ganz ohne Viagra haben Nadja und Josh Woche 4 ihres Sexperiments abgeschlossen und sind auf dem Weg zu Doc Esser. Das Experiment ist für mich schon sehr positiv gelaufen, weil man auch mal gemerkt hat, mal so ein bisschen Dinge etwas anders zu sehen. Das fand ich sehr interessant. 4 Wochen Experiment liegen jetzt hinter Nadja und Josh. 4 Wochen, wo sie offen waren für Neues und neue Erfahrungen sammeln durften in Sachen Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Wie hat sich das Ganze jetzt ausgewirkt auf ihre Gesundheit, objektiv und subjektiv? Wir ziehen mal Bilanz. Sexualtherapeut Carsten Müller ist ebenfalls gespannt, ob seine Aufgaben ihr Ziel erreicht haben. Er hat das Paar regelmäßig per Videokonferenz betreut. Konnten die beiden ihren Wunsch nach mehr Nähe und Sex erfüllen? Bei euch war ja so ein bisschen das Problem, ihr seid Familie, Mama und Papa, und dadurch hat natürlich sehr, sehr viel Zeit gefehlt. Wie hat sich das denn jetzt so ein bisschen geändert? Man nimmt sich diese Zeit, man legt alles weg, man sitzt zusammen und dann, wenn man so sagt, okay, jetzt, das war super. Mhm. Ja, also alleine diese Zeit hätten wir beide, wir waren jedes Mal überrascht. Also positiv überrascht. Positiv überrascht, dass man wirklich einfach von dieser Zeit, was diese Zeit bewirkt, die man sich bewusst nimmt. Ja, Wertschätzung, ne? Das ist doch genau der Part letztendlich, worum es dann nochmal geht, sich aufzuraffen, trotzdem sich Zeit zu nehmen und zu sagen, ja, und du bist es mir wert, dass wir jetzt hier trotzdem von der Couch runtergehen und gemeinsam einen guten Abend haben. Aber es geht ja hier auch um Sex. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, ist es mehr geworden, ist es besser geworden? Ja, qualitativ und quantitativ. Wir werden es beibehalten. Das Ziel ist für die beiden erreicht. Bleibt die Frage, hat diese positive Veränderung auch einen messbaren Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden? Deswegen wart ihr ja so lieb und habt Speichelproben vor dem Experiment abgegeben und nach dem Experiment. Und da liegen jetzt schon mal einige Ergebnisse vor, unter anderem eben vom Cortisol und vom DHEA, ein Prohormon, das Anti-Aging-Hormon. Also angeblich soll es einen nicht altern lassen, wenn man davon genug im Blut hat. Interessanterweise war bei euch beiden Cortisol in einem sehr niedrigen Bereich. Also ihr habt viel zu wenig Cortisol ausgeschüttet. Was bedeuten kann, dass ihr so viel vorher im Stress wart, Schichtarbeit, Familie, Kinderversorgung, dass die Nebennierenrinde gar nicht mehr nachkam. Jetzt, nach den 4 Wochen Experiment, wo ihr viel Zeit miteinander verbracht habt, wo ihr vielleicht auch etwas mehr intim wart, sind eure Cortisolwerte normal. Und das freut mich sehr. Und auch beim DHEA ist ein höherer Wert nach 4 Wochen, was eben dafür spricht, dass euer Körper sich gesünder und fitter fühlt. Das heißt, hier können wir wirklich sagen, Sex hält gesund und fit. Und das ist doch ein schönes Ergebnis, oder? Ja, super. Freue ich mich natürlich auch, dass da anscheinend auch unsere Zusammenarbeit noch mal zu beigetragen hat, dass da auch im Rahmen von Zahlen, Daten, Fakten sich da noch mal was verbessert hat. Für Nadja und Josh hat sich das Experiment gelohnt. Sie haben nicht nur ihr Sexleben verbessert, sondern auch ihre Partnerschaft und ihre Gesundheit. Ob häufig oder seltener, Sex ist einfach gesund. Es stärkt unser Immunsystem, verlangsamt die Alterung und macht einfach schöner. Das sind doch tolle Nachrichten. Und Zärtlichkeiten und Küssen tun ihrer Psyche einfach gut und machen sie gelassener. Ich durfte es am eigenen Leibe ausprobieren. Also, nehmen Sie sich jetzt mal in den Arm und küssen und kuscheln Sie so richtig nach Herzenslust. Sie tun es für Ihre Gesundheit und das Allerbeste ganz ohne Rezept.